Jo, liebe Leute, es geht heute weiter in der letzten Folge von Assassin's Creed 4 Black Flag. Haben wir alle Assassinenaufträge abgeschlossen und damit Havanna einmal zu 100% erobert bzw. erkundet, wie auch immer. Es sind jetzt quasi nur noch so ein bisschen random Nebenquests offen, wie jetzt Piraten irgendwie holen oder was auch immer. Du. Ja, aber ist doch, theoretisch ist es natürlich noch die ganzen Sperrgebiete, die wir noch machen müssten, theoretisch. Hier das Fort. Dann hier oben rechts noch die Burg und diese ganzen diese ganzen anderen Sperrgebiete. Gucken wir mal, wann wir das machen. Ob wir das machen. Ich weiß nicht, es soll wohl möglich sein, die tatsächlich zu erobern. Ne? Wahrscheinlich dann einfach alle Feinde auslöschen, was auch immer. Haben wir mit dem einen Hafen auch relativ gut gemacht, aber der wäre ja hier unten eigentlich. Den hätten wir, haben wir eigentlich. Na gut, egal, wie dem auch sei. Heute geht's weiter mit dieser Mission hier und die heißt Und mein Zucker. Es ist eine Hauptmission und die geht's. Warte. Ja, nachdem ich jetzt in den letzten 6, 7 Folgen, wie auch immer, alles abgearbeitet habe, was da so offen ist, die Shanties, die Abstergo-Herausforderung, etc. und so weiter und so fort, habe ich nun die große Ehre, es tatsächlich endlich an die Hauptmission zu machen. Mission starten. Sequenz 02 und mein Zucker. Verzeih den plötzlichen Abgang. Kleines Missverständnis. Leider nur eins von vielen. Ach, Himmel. Tut mir leid, Freund, das war meine Schuld. Ich versuche nur, den Spanier nicht ins Auge zu fallen. Das macht fast nichts. Unglücklicherweise haben die Soldaten meinen Zucker konfisziert. Und eure Depesche. Mist. Wo sind sie hin? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Schätze, diese Burschen wissen es, doch mein Spanisch ist muy maldad. Also frage ich lieber nicht. Verdammt. Nun gut, komm, folgen wir ihnen und retten meine Karten. Und mein Zucker? Was in meinen Unterhosen? Das werden wir ja sehen. Schauen. So. Tänzerin erneuern, um die Wachen abzuarbeiten. Abzulegen. Aber wie auch immer. Jetzt kriegen wir eine kleine Sinto, Information zum Adlerauge. Ich brauche es jetzt ehrlich gesagt nicht. Tiere und Gegner in Rot, Zielpersonen, Missionsziele in Gold und ja, L3, um das Adlerauge zu aktivieren. Wenn Sie Adlerauge benutzen, können Sie zu 10 Gegner oder Tiere markieren, indem Sie einfach ansehen. Wenn die markiert sind, können Sie Gegner durch die Wände sehen. Oh, ohne Adlerauge. Okay. Ist jetzt aber eher wurscht. Was dagegen, wenn ich mich euch anschließe? Nicht, wenn du still bist und außer Sicht bleibst. Bonnet! Ich glaube, bald habe ich den Dreh raus. Ja, schön, dass du jetzt unbedingt meinst, mir. Du bist mir gerade schön von den Weg von Dings gerade. Also halt müssen wir tatsächlich ein bisschen aufpassen jetzt, ja. Was haben wir denn hier? Ja, du brauchst mir jetzt nicht nochmal das Adlerauge zu erklären. Ich habe das, glaube ich, jetzt ein paar Mal schon benutzt. Was dagegen, wenn ich mich euch anschließe? Nicht, wenn du still bist und außer Sicht bleibst. So, die sind gerade eben mal. So, ich heuere mal kurz in mir diesen. Ich glaube, bald habe ich den Dreh raus. Still. Ich fürchte, die wissen von uns. Sei leise. So, ob sie neue Missionsziele Tänzerin erneuern, um. Oh, vielleicht teilen wir uns auf, um sie zu verwirren. Das war deine beste Idee heute. Geh mal weg. Temporum digitis fecit canis. Quod fructis eis ardiam et canis. Buenos dias, señores. Ihr seid spät. Ja, señor. Sie, das tut uns sehr leid. Unser Captain hielt uns auf. Wir gehen da jetzt rein, okay. Ich weiß auch, welche Mission das ist. Das wäre Captain Mendoza? Ja, Senor. Er freut sich sehr, euch zu treffen. Er muss nur vorher noch zu einer Hinrichtung.
Achtung, ich liebe Hinrichtungen. Ja, Senor. Wenn die Glocke erklingt, können wir los, wenn es euch beliebt. Nein, geht er doch nicht hoch! Geht er da nicht hoch! Der Mann schuldet mir Geld für Sklaven, die ich ihm verkaufte. Natürlich, Senor! Captain Mendoza will euch gerne besuchen. Ah, Mann! Ich war eigentlich der Plan an der Sache, dass ich die beiden. Ah, ey. Aber ja, ich gehe diesmal dreimal lieber die Treppe hoch. Mendoza? Ja, Senor. Er freut sich sehr auf die Treppe. Er muss nur vorher noch bei der Hinrichtung. Hinrichtung? Ich liebe Hinrichtungen. Ja, Senor. Wenn die Glocke erklingt, können wir los, wenn es euch beliebt. Wir lassen es jetzt einfach. Oh. Sehr gerne. Und vor allem, wenn Captain Mendoza die Falltür öffnet. Der Mann schuldet mir Geld für Sklaven, die ich ihm verkaufte. Natürlich, Senor. Captain Mendoza wird euch gerne bezahlen. Wir haben Fracht geladen, Zucker und dergleichen. Exzellent. So, die Frage ist, ich muss jetzt gucken, dass wir die zwei erstmal wieder ein bisschen auf dem Schirm haben. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier ein bisschen... Wo sind die denn? Die sind da. Die Glocke, Senor. Die Hinrichtung wird bald beginnen. Dann sollten wir nicht streuen. Ja, Senor. Gehen. Largate. Geh mal weg. Ich verfolge die zwei jetzt mal ein bisschen. Drei sind sie ab. Ne, zwei sind es. Zwei. Geh doch mal. Ja, aber du solltest jetzt nicht über die Treppe. Hier lang. Kann man ein bisschen konzentrieren hier auf die zwei. Deswegen sage ich jetzt gerade nichts. Wie lange wird das Schauspiel dauern, Mann? Das geht ganz schnell, Senor. Hier bin ich im Weg. Mendoza muss den Mann nur hängen. Und dann wird er euch euer Geld bringen. Ich will keine Real. Denkt daran. Ich will Waren, die ich verkaufen kann. Tabak und Zucker. Si. Wir haben guten Zucker. Kisten, die wir gestern einem fetten Engländer abnahmen. Engländer? Por el delito de motín contra sí, tu capitán, Zucker von Barbados. Sehr fein. Wir haben ihn im Castillo, nachdem der Mann gestern Abend einen Streit vom Zaun brach. Er floh und ließ den Zucker zurück. Sehr grossig. Ein Anfang. Soll ich ihn dann zum Castillo begleiten? Nein, Senor. Captain Mendoza wird ihn euch schicken, glaube ich. Ihr werdet sehen. Guter Gott! Ist dieser Ries euer Captain Mendoza? Nein, Senor. Das ist El Tiburón,
einer von Gouverneur Torres Männern. Gut. Lass mal die zweimal den Captain verfolgen, links oder was? Ja, scheiße, das war der andere. Ah, das war der andere. Ich bin dem Falschen hinterher. Okay. Geh mal weg. Nö, ja, ich hab nichts gemacht. Ach, Mann! Komm doch nicht in meine Richtung! Komm doch nicht einfach in meine Richtung. Das mag ich überhaupt nicht. So, den kann man auf dem Schirm behalten. Ich bleib jetzt hier gerade kurz stehen. Ach, der kommt automatisch in meine Richtung. Ah! Okay. Ich dachte, der hatte mich gesehen und deswegen ist er meine Richtung. So. Also, los geht's. Geht immer die Typen da ablenken. Kommt jetzt eh wieder. Keine Sorge, oder? Der legt die jetzt ab, okay? Ich muss jetzt, warte mal, kurz einen Moment warten, weil der kommt jetzt. Oder kommt der jetzt raus? Ja, der kommt jetzt raus. Das ist nicht wahr. Leider wollte ich jetzt ab. Das ist total toll. Eigentlich wollte ich die jetzt ab. So, jetzt kann ich den Captain plündern. Scheiße, weil der mich gesehen hat, ey. So, zum Gefängnis des Vorschleichen. Dickerchen. Achso, ich kann nicht. So. Das ist nicht wahr. Puh, ein Schlag und dann war ich tot. Oh, ich bin noch drin. Im Kampf. Scheiße, ich hab das voll nicht gecheckt. Ich warte, ich wäre raus gewesen aus der Nummer. Ich wäre tot gewesen. Nee, ich war noch am Leben. Scheiße, ich hab das zu spät gesehen. Scheiße, 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 scheiße. Mann. Das ist natürlich total toll jetzt, ey. Lárgate. Nee, raus ist hier. Schleichen mal hoch. Geh mal, was heißt schleichen? Wir gehen einfach hoch.
Na, was ist das? So, Digga. So. Haben wir. Keine Sorge, das machen wir noch. Der ist oben, ne? Ach komm, den brauchen wir nicht. Finde ich unnötig. So, nehmen wir das mit, egal was das auch immer jetzt war. Ted Bonnet treffen. Raus hier aus der Nummer. Wir haben ja fast nicht mehr erlebt. Scheiße, ich muss jetzt gucken, wie ich hier rauskomme. Und mich wieder ein bisschen regeneriere. So. Damit. So. Ich bin in Sicht. Regeneriert. So. Gehen wir kurz zu State. Oder Steed wahrscheinlich. Ist ja Engländer. Kannst auch Städel hin, wie auch immer. Nee, wurscht. Naja, egal. Unserem Kollegen hier. Der hat sich aber hier versteckt. So. Tut mir leid wegen dem Zucker. Ich habe nur ein paar Hände. Kein großer Verlust. Ich habe noch reichlich andere Fracht, um die Reise profitabel zu gestalten. Wirst du lange hier bleiben? Ein paar Wochen, ja. Dann zurück nach Barbados, in die Tristesse des Familienlebens. Wähle nicht die Tristesse. Segle nach Nassau. Leb dein Leben, wie du willst. Habe ich nicht gehört, dass es in Nassau vor Piraten wimmelt? Das klingt irgendwie schäbig. Nicht schäbig. Befreit. Oh Gott. Das wäre ein Abenteuer. Aber nein, nein, ich bin Ehemann und Vater und trage große Verantwortung. Das Leben ist mehr als Freude und Ablenkung, danken. Hey, Bonnet. Ich heiße Edward in Wahrheit. Duncan ist nur ein Deckname. Ah, ein geheimer Name für euer Geheimtreffen mit dem Gouverneur. Der Gouverneur, ja. Ich glaube, ich ließ ihn lange genug warten. Okay. Wir haben tatsächlich die Mission beendet. Wir haben die Tänzerin angehört. Wir haben leider keine nicht in Kämpfer verwickeln lassen. Wir haben uns tatsächlich ein bisschen verwickeln lassen. Ist aber einfach so. Gut, machen wir die kurz mal trotzdem hin. Auf 5 Sterne. Die ist nämlich toll gewesen, die Mission. Mir hat sie auch wirklich Spaß gemacht, aber sie mich schon ein bisschen genervt hat. Also, ja. Aber wie dem auch sei, ich freue mich, dass ihr dabei wart. Seid, wie auch immer, wir. Wollen wir vielleicht gucken, was noch passiert. Ja, genau. Jetzt ist
für uns hier Ende in Havanna. Ne, nicht in Havanna, aber mit der nächsten Mission geht's dann auf jeden Fall in die nächste Folge. Und ich glaube, da wird es irgendwann mit dem Gouverneur passieren, oder? Sag mal, ich guck gerade. Haben wir noch irgendwo was, was jetzt doch so sehr, sehr wichtig ist hier? Ja, hier wäre noch was. Was haben wir hier? Mr. Walpole nehme ich an, heißt die Mission nämlich. Dazu machen wir eine kleine Schnellreise in Richtung diesen, So, dazu machen wir hier aber kurz eine Schnellreise hin. Und jetzt landen wir auch mal richtig in einem Heuhaufen. Gut, ich würde sagen, wir machen heute... Kann ich Feier machen, wenn ich Leute hier um mich rum. So, jetzt aber. Wir machen einen kleinen Break. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht es weiter mit Mr. Walpole, nehme ich an. Bis dahin. Tschüss.